Grüß euch Gott, liebe Gäste. Es freut mich sehr, dass ich, der Bruder Sepp vom Kloster in Delfs, wieder der Koch, freut mich sehr, dass ich euch zu einer deftigen und gesunden Jausen heute einladen darf. Und zwar ist dieser Erdäpfelkäse. Und in Kürze erkläre ich dieses, wie das zugeht, dass man so einen Erdäpfelkäse macht. Und zwar tut man Süßrahm und Sauerrahm zu gleichen Teilen verrühren, mit Salz und viel schwarzem Pfeffer verrühren, vielleicht ein bisschen Muskat und Knoblauchpulver rein. Und dann tut man inzwischen die Kartoffel kochen. Es ist nicht so wichtig, ob das speckige oder mehlige Kartoffeln sind, das gelingt immer gleich. Hauptsache, dass gute Qualität haben. Ja, und dann tut man das, wenn man das verrührt hat, dann tut man die Erdäpfel, die so heiß wie möglich schälen und dann mit der groben Reibe tut man es einreiben. Und zwar braucht man für einen halben Liter Rahm braucht man 1,5 Kilo Kartoffel, ungefähr, circa, passt. Und nachher reibt man das ein und tut man das dann einfach vermischen mit der Rahmmischung, nicht? Und dann passt das. Das soll nicht zu fest sein und auch nicht zu flüssig, sodass es halt einfach passt. Ja, und dazu ein Zwiebel, haben wir eh schon gesagt, gell, die haben wir eine, ja, das gehört auch mit verrührt zuerst. Und nachher dazu isst man ein Bauernbrot oder in dem Fall ein Klosterbrot. Guten Appetit und gesegnete Mahlzeit, lass es schmecken!